Zukunft aktiv gestalten, hieß es vor wenigen Tagen in der Göttenbach-Aula in Idar-Oberstein. Am Mittwoch, den 13. Juni 2018, trafen sich zu diesem Thema Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen aus dem Nationalparklandkreis Birkenfeld. Ziel der eintägigen Zukunftswerkstatt war es, konkrete Ideen zur Steigerung der Attraktivität des Landkreises Birkenfeld herauszuarbeiten. Katrin Schmidt unterstützte dieses Projekt. Also wir sind heute hier im Rahmen des Projekts Demokratie Lebens. Das ist ein Bundesprojekt, das wir hier in den Landkreis Birkenfeld bekommen haben, um das Thema Toleranz, Vielfalt, Demokratie und Gemeinschaft zu stärken. Und besonders wichtig ist es uns hierbei, dass wir Jugendliche in diesen Prozess mit einbeziehen und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Region mitzugestalten und auch das soziale Miteinander mitzugestalten. Also wir haben halt von allen, alle haben halt so Kritikpunkte, die sie vielleicht so äußern oder die sie geäußert haben, und dann fallen einem auch eigentlich dann dazu direkt Ideen ein, wie man vielleicht hier auch in Idar-Oberstein jetzt direkt was verbessern könnte. Und dadurch, dass halt wir viele Leute jetzt zusammen hier sind, auch aus teilweise noch auch jüngere Leute, haben wir noch andere Interessen, dann ist es einfacher, irgendwie da auch auf Ideen und Projekte zu kommen. Wir haben heute angefangen mit einer Planungsrunde. Wir haben uns zusammengesetzt und erst einmal verschiedene Ideen gesammelt. Und nach dieser Ideenfindung arbeiten wir jetzt daran, diese Vorschläge auszuarbeiten und eben dementsprechend ins Detail dann zu planen. Jede Gruppe hat ein Thema bekommen und wir überlegen jetzt, welche Workshops wir machen könnten, was man als Jugendzentrum anbieten könnte, was auch die Jugendlichen interessiert. Also wir arbeiten jetzt gerade in der Gruppe, gerade am Stadtpark, weil ich finde gerade den Stadtpark im Sommer wäre das sehr schön, wenn man vielleicht auch mit einer Grillstelle sich halt mit den Freunden treffen könnte, weil das ist gerade bei mir in der Freundesgruppe, fände das, glaube ich, jeder sehr cool, wenn es das geben würde, wenn das halt auch funktionieren würde. Also bei der Ideenfindung kamen bei unserer Gruppe sehr verschiedene Ausführungen eben auf, zum Beispiel den Nahverkehr innerhalb der Oberstein zu modernisieren, damit man einfach kürzere Wartezeiten zum Beispiel hat. Des Weiteren kam ein Vorschlag, ein Kino oder eine Zweigstelle des Kinos von Neubrücke hier im Stadttheater zu errichten, sodass auch die Jugend mindestens einmal im Monat auch die Möglichkeit hat, neuere Filme in Idar-Oberstein zu sehen und das als kulturelles Ereignis wahrzunehmen. Wir hatten die Idee, den Busverkehr zu verbessern, weil wir wohnen jetzt alle in kleinen Dörfern, wo wir als unter 18-Jährige kommen wir in fast keine Stadt oder so. Deshalb bräuchten wir besseren Busverkehr, damit wir auch mal in die Städte kommen, um auch selbst was zu machen. Also die Ideen, die wir heute sammeln, werden unter anderem unserem Landrat und dem Oberbürgermeister vorgestellt, also auch in die politischen Entscheidungsgremien mit hineingetragen. Gleichzeitig gibt es in Idar-Oberstein noch das Projekt Jump.io, wo man auch seine Ideen und Vorschläge nochmal in die Region mit einbringen kann. Gleichzeitig besteht über Demokratie leben aber auch die Möglichkeit, einen Jugendfonds zu nutzen, sodass wir auch finanzielle Mittel haben. Zukünftig sollen die Jugendlichen eigenständig die Projekte umsetzen. Sie werden natürlich von uns, das heißt von der Kreisverwaltung oder von der Stadtverwaltung, unseren Mitarbeitern auf dem Weg unterstützt, treffen aber an jedem Punkt eigene Entscheidungen, also entscheiden, wofür möchten wir das Geld ausgeben, wie setzen wir das um, haben aber wie gesagt dabei immer Unterstützung. Die Ideen Stadtpark in Idar-Oberstein und Nahverkehr wurden vom Oberbürgermeister aufgenommen. Er möchte die Jugendlichen und die VEO zusammenbringen, damit die Jugendlichen an zukünftigen Fahrplänen mit Ideen mitwirken können. Jeder Bürger aus dem Landkreis Birkenfeld ist herzlich dazu eingeladen, eigene Ideen einzureichen.